Ich verstehe das nicht. Was verstehen Sie nicht? Entweder sind Sie der größte Glückspilz, den es gibt, oder Ihre Frau ist die schlechteste Schützin. Sie haben zwei glatte Durchschüsse, keine lebenswichtigen Organe verletzt, keine Schlagadern, keine Nerven. Das war nicht gerade ein Spaziergang im Park. Die Frau hat versucht, mich zu ermorden. Ich habe viel Blut verloren und es tut höllisch weh. Trotzdem sind Sie in ein paar Tagen wieder draußen. Ja, und ob ich das sein werde? Warum wollten Sie, dass wir Ihren Zustand als äußerst kritisch beschreiben? Ich habe meine Gründe. Bedenken Sie nicht, was Sie Ihrer Familie damit antun? Hören Sie, der Einzige in meiner Familie, der mir etwas bedeutet, ist mein Sohn. Und er wird nichts hiervon erfahren, da wo er jetzt ist. Und was die Übrigen betrifft, so wird es Ihnen kaum schaden, sich mal Sorgen um mich zu machen. Was machen Sie da? Sie brauchen es nicht mehr, Mr. Ewing. Ich werde Ihnen gleich sagen, was ich brauche und was nicht. Ich werde schon sehr bald Besuch von meiner Familie bekommen. Und ich wünsche, dass es hier angemessen aussieht. Was verstehen Sie darunter? Wo sind denn die Monitore, die das Herz überwachen? Die Infusionsapparate und Schläuche, all das, was immer so schlimm aussieht? Mr. Ewing, für Sie ist das völlig überflüssig. Sagen Sie, Doktor, ist Ihnen eigentlich bekannt, welche Beträge ich diesem Krankenhaus spende? Ja. Dann sollten Sie besser tun, was ich erwarte, es sei denn, Sie halten Ihren Arbeitsplatz hier ebenfalls für überflüssig. Und bitte weniger Licht hier drin, ich sehe viel zu gesund aus. Mr. Ewing, das ist unrecht und grausam. Sie haben gerade meine Lieblingswörter ausgesprochen. Beeilen Sie sich gefälligst. Ich werde schon sehr bald Besuch bekommen. J.R. Bobby. Bist du das? Ja, ich bin's. Wo ist Mama? Mama ist in Florida zusammen mit Mavis. Ich hoffe nur, sie kommt zurück, bevor ich... sage, dass ich an sie gedacht habe. Ach, ich bitte dich. Das kannst du ihr doch selbst sagen. Nein, Bobby, ich glaube, das ist das Ende. Weißt du, wenn ich an den Tod gedacht habe, ich hätte es nie für möglich gehalten, dass Suellen mir das antun würde. Möge sie für das, was sie mir angetan hat, in der Hölle schmoren. Ich weiß nur, dass sie auf dich geschossen hat, aber warum, J.R.? Oh, Bobby, sie ist verrückt. Diese Frau ist wahnsinnig. Das Sterben macht mir eigentlich nicht viel aus. Es ist etwas anderes. Was meinst du? Wenn ich unserem Daddy dort oben begegne, wie soll ich ihm erklären, was aus Joingol geworden ist? Dass ich nicht einmal mehr Mitinhaber bin. Bobby, würdest du mir einen letzten Gefallen erweisen? Was für einen Gefallen? Gib mir die Hand und sag mir, dass wir wieder Partner sind. Gib mir die Chance, erhobenen Hauptes vor unseren Daddy zu treten. Es gibt da eine ganze Reihe von Gründen, weshalb ich das nicht tun kann, J.R. Was? Zuallererst einmal... Wenn du tatsächlich im Sterben liegen würdest, was offensichtlich nicht der Fall ist, dann bezweifle ich, dass du dahin kommen würdest, wo Daddy ist. Zweitens wäre dein Solo als Chamäliendame wesentlich überzeugender gewesen, wenn du dir Sorgen um John Ross gemacht und gesagt hättest, wo ich ihn finde, damit ich ihn nach Hause bringen kann. Und drittens haben die Schwestern mir erzählt, dass du sie aufgefordert hast, all diese Monitore hier aufzubauen. Na und, was macht das? Ich hätte doch sterben können. Ich kann es nicht glauben, dass du meinen letzten Wunsch abgeschlagen hast. Nein, das werde ich niemals verstehen. Interessiert es dich nicht, dass Mama sich große Sorgen um dich gemacht hat? Interessiert dich nichts anderes als das, was du willst? Mama hätte schon früh genug herausgefunden, dass mir nichts fehlt. Was mich allein interessiert, sind John Ross und Ewing Oil. Ich würde alles für sie opfern, Bobby. Und wär's mal an dir zu sterben, würde ich dich zu meinem Partner machen. Na also, das beweist es doch, nicht wahr, J.R.? Tief in deinem Innersten bist du nämlich ein erheblich besserer Mensch als ich. Denn ich werde dich nicht zu meinem Partner machen. Aber ich werde Mama anrufen und ihr sagen, dass du bald wieder auf dem Damm bist. Also, warum überlässt du jetzt dieses Zeug nicht wieder denen, die es wirklich brauchen?
Tagen ist jeder, der $3 mehr besitzt als sein Nachbar, ein potenzielles Ziel. Und wir sind schließlich Ölproduzenten. Bei all den Spinnern und Terroristen würde es mich nicht wundern, wenn demnächst auch noch die Eskimos anfingen, Flugzeuge zu entführen. Also, du sagst mir sofort, was zum Teufel hier los ist. Nichts, worüber du dich aufregen müsstest. Weich mir nicht aus. Du stehst da mit einer Waffe in der Hand. Ich fühle mich eben mit einer Waffe wohl. Erzähl mir nichts. Urplötzlich erneuern wir die Alarmanlage aufs Haus Fork. Du fürchtest, dass Vespamely zurückkommen könnte. Du machst dir Sorgen, weil wir reich sind und Terroristen uns möglicherweise überfallen könnten. Vespamely könnte zurückkommen. Wir sind reich und es wimmelt nur so von Terroristen auf der Welt. Hast du die Pipeline vergessen, die man sabotiert hat? Leute wie wir sind ein leichtes Ziel. Ich bitte dich. Lassen Sie uns einen Augenblick allein, Sly. Seien Sie so gut. Guten Morgen. Was starrt ihr mich denn so an? Ich will das Hemd wechseln und nicht das Silber stehlen. Deine Frau ist heute Nacht nicht nach Hause gekommen. Hat wieder angefangen zu trinken, was? Es wäre denkbar. Ich habe Fenton angerufen. Auch die Krankenhäuser und die Bars? Ja, heute Nacht schon. Aber ohne Erfolg. Guten Morgen. Sue Ellen! Ist alles in Ordnung? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht, Sue Ellen. Wo hast du übernachtet, Sue Ellen? In einer Brauerei? Ich hoffe, dass du dich von den Anstrengungen der letzten Nacht erholt hast. Während sich diese Familie Sorgen um dich macht, treibst du dein Spielchen. Hier, kennst du diesen Mann? Ja. Ich bin ihm begegnet. Ich bitte dich, Schluss mit dem Theater. Es ist kein Theater. Glaub mir doch. Ich bin ihm einige Male begegnet. Rein zufällig. Bist du das nicht zwischen den Laken? Ich habe kein Verhältnis mit ihm. Und diese Fotos? Sind sie ein Produkt meiner Einbildung? Ja. Ja. Können wir nicht essen gehen oder sowas? April, du hast doch alles, was du brauchst. Du hast eine hübsche Wohnung, einen Wagen, Geld, Kleidung. Was brauchst du mehr? Jemand, mit dem ich reden kann. Ich brauche etwas Gesellschaft. Ich kenne doch niemanden hier. Der einzige Mensch, den ich außer dir schon mal sehe, ist Jeremy Wendell. Dann würde ich in einen Bowlingclub eintreten. Oder mir einen jungen Hund anschaffen. Andererseits, da das neue Teppichböden sind, vergiss das mit dem Hund. Ja, ich muss jetzt weg. Fährst du noch zu Mandy? Ja, auch wenn dich das nichts angeht. Ich denke, dass ich meinen Vaterpflichten für heute Genüge getan habe. Also dann noch viel Spaß. Du könntest dich auch auf einen schönen Abend freuen, wenn dein Cowboy nicht weggelaufen wäre. Vielleicht hat Dusty mehr Stolz als Mandy Winger. So? Ich hoffe, der hält ihn nachts auch warm genug. Dir nutzt er jedenfalls nichts. Wissen Sie, ich war immer stolz darauf, jede Frau, die ich haben wollte, jederzeit haben zu können. Aber das hier geht sogar mir zu schnell. Ich weiß nicht, was Sie wollen, und solange ich das nicht verstehe, kann von einem Geschäft keine Rede sein. Es ist aus. A-U-S. Sie sollten ganz schnell Dimitri anrufen und sich neue Anweisungen holen. Dann können Sie mir sagen, was er dazu meint. Ich erhalte keine Anweisungen von niemandem. Merken Sie sich das. Falls Sie das Geschäft immer noch interessiert, werde ich Ihnen alles sagen, was Sie wissen müssen. Also, falls Ihnen das nicht reicht und Sie meinen, es sei aus, A-U-S, dann raus hier! R-A-U-S! Sie sind gut. Sie sind wirklich sehr, sehr gut. Es gehört viel Courage dazu, mich so zum Narren machen zu wollen. Aber ich glaube, Sie meinen nicht im Ernst, ich soll verschwinden. Eine solche Frau wie Sie habe ich schon lange nicht mehr getroffen. Vielleicht wird ein Mann mit Ihnen gar nicht fertig. Herr Ober, möchtest du eine Tasse Tee? Tee? Oder lieber einen Sherry? Ja, das klingt schon besser, danke. Sehr gut, gut. Ich vergesse niemals Leute, die mir einen Gefallen tun. Und die es nicht tun, erst recht nicht.
Gourmet? Guten Abend, Mr. Yule. Wollen Sie essen? Nein, ich will nur ein Glas trinken und warten, bis der schlimmste Verkehr vorüber ist. Ist Ihnen ein Tisch bei der Bar recht? Wie ist das mit dem? Danke. Gut. Hier trinkt Mr. Ewing, das Übliche. Oh, danke, Cassie. J.R. Guten Abend, Marilyn. Du hast wirklich Courage, dich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Du sprichst für mich in Rätseln. So hinterhältig, wie du uns betrogen hast, kannst du von Glück sagen, dass ich dich nicht von Harry auseinandernehmen lasse. Oh, ich dachte, du brauchst später seine Kraft dringender. Ach, Harry, lassen Sie sich doch schon einen Tisch geben. Ich würde gern kurz mit Marilyn reden. Mrs. Town? Ja, geh schon. Ich will sehen, wie diese Rate sich windet. Setz dich, Schatz. Oh, Marilyn, du erstaunst mich immer wieder. Darauf wette ich. Ja, dann zuerst einmal die Fakten. Nicht ich bin zu euch, sondern ihr seid zu mir gekommen, als das Marinos-Geschäft schlecht aussah. Ihr habt mich angefleht, euch aus der Patsche zu helfen. Schließlich hattest du uns das Geschäft angedreht. Es war ein ganz gewöhnliches Geschäft. Nur habt ihr kalte Füße gekriegt. Ich hatte Mitleid und habe alles zurückgekauft, ohne zu wissen, was passieren wird. Natürlich hast du es gewusst. Ach, Marilyn, wenn ich an dem Geschäft verdiene, dann nur, weil ich den Mut hatte, meinem Instinkt zu vertrauen. Jetzt hör aber auf. Weißt du, das Problem von dir und dem Rest des Kartells ist, ihr seid nicht ausdauernd genug, ein solches Geschäft zu Ende zu führen. Du kannst die Tatsachen verdrehen, wie du willst. Ich weiß, wer wen reingelegt hat. Aber ich werde dir noch etwas sagen. Cliff hat uns schon oft die Zusammenarbeit angeboten. Bisher wollten wir das nicht. Jetzt ist das nicht mehr so unwahrscheinlich. Vielleicht hat Cliff tatsächlich recht. Und wir sollten dich endlich mit Schimpf und Schande aus der Stadt jagen. Ihr wisst, wo das Ewing-Gebäude steht. Falls du und deine Holzköpfe, mit denen du zusammenarbeitest, es niederreißen wollt, versucht es nur. Vielleicht gehst du jetzt lieber zu Harry zurück, bevor sein Domteur feststellt, dass er den Käfig verlassen hat. Mich lässt man nicht einfach fallen. Ich zahl's dir heim. Jetzt bist du dran. Sie haben mich in dieses Loch gesteckt und gerade erst rausgelassen. Ich habe dich beim Tanz erwartet. Warum bist du heute Abend nicht zu mir gekommen? Man hat mir gesagt, du wärst eingesperrt. Sei bitte noch mal gnädig. Morgen Abend erwarte ich dich, Schatz. Und dann gib dir gefälligst Mühe. Sonst wird man dich mit diesem spitzen Ding hier im Ohr finden. Sie hören mir ja gar nicht zu, Doktor. Ich habe gehört, was Sie gesagt haben. Sie scheinen es für normal zu halten, dass er mich umbringen will. Nein, wir behalten Mr. Morrissey sehr genau im Auge. Und was ist mit Anita, die mich mit einer Stricknadel bedroht hat? Sie wollte sie zwingen, mit ihr zu schlafen, oder? Ich nehme an, Sie halten das auch für normal. Ich verlange Schutz und ich verlange ihn sofort. Nein, Sie brauchen keinen Schutz, Mr. Ewing. Ich bin mehr für eine andere Lösung. Da bin ich aber froh. Wir verdoppeln Ihre Medikamentendosis. Was? Und verbessern Ihre Therapie. Ihre Paranoia verstärkt sich in alarmierendem Maße. Das können wir nicht einfach hinnehmen. Außerdem mache ich mir Sorgen um Ihre zunehmenden Wahnvorstellungen. Die Überzeugung, dass Ihre Sekretärin kommen und Sie retten wird zum Beispiel. Meine Paranoia? Wahnvorstellungen? Nicht ich bin hier der Kranke, Sie sind es. Aber bitte beruhigen Sie sich doch. Oder wollen Sie sich auch noch ein Magengeschwür holen? Ein J.R. Ewing bekommt keine Magengeschwüre, er verursacht sie. Übrigens, ich habe neue Stricknadeln bestellt. Ich müsste Ihren Schal bis nächsten Monat fertig haben. Vielleicht lebe ich da nicht mehr. Ich würde sicherheitshalber schwarz nehmen. Oh, ich habe auf Sie gewettet, J.R., trotz Ihrer schlechten Chancen. Sie meinen, Sie wetten auf mich oder Morrissey? Oh ja. Ja, aber wir sind die Einzigen, die auf Sie setzen. Ich wünschte nur, ich wäre stärker, dann würde ich Ihnen helfen. Danke, das finde ich sehr nett. Hallo, ihr Flaschen. Schon aufgeregt wegen des großen Kampfes? Hören Sie mal. Lassen Sie J.R. in Ruhe. Und Sie kriegen etwas Geld, wenn meine Frau mich das nächste Mal besucht. Ach, kommen Sie. Ihre Frau besucht Sie doch gar nicht mehr, Donia. Sie schämt sich viel zu sehr. Tut sie nicht. Sie hat Sie einen Schwachkopf genannt. Wir waren dabei. Stimmt's, Leute? Sie hält sie für verrückt. Sie glaubt, dass sie nicht dicht sind. Lassen Sie mich in Ruhe! Hey, Finger weg! Hey, Schluss jetzt! Aufhören! Aufhören, Morris! Ich bin ausgerutscht. Es tut mir leid. Es war meine Schuld. Seien Sie in Zukunft vorsichtiger. Sicher. Ich mach Sie fertig. Sobald wir allein sind, ich werde Sie in der Luft zerfetzen. Und wenn ich mit ihm fertig bin, dann kommt ihr dran. Thank you.
soll mir tun. Ich habe schon einen Plan. Aber ich muss ein bisschen Zeit gewinnen. Ich muss mich für eine Nacht vor ihm verstecken. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe gerade von dir geträumt, mein Schatz. Oh. Was ich mit dir gemacht hätte, wenn du nicht gekommen wärst. Nein, 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 nein. Diesmal sehe ich erst nach. Und wenn es in diesem Zimmer etwas gibt, was schärfer ist als ein Fingernagel, bin ich ganz schnell wieder weg. Du bist ja paranoid, Schatz. Nun fang du nicht auch noch damit an. Hände nach oben und rumdrehen. Oh, tolle Idee. Na klar, du findest ja alles toll. Mein zweiter Mann war Polizist, aber deine Leibesvisitation ist noch besser als seine. Ich hoffe, du erwartest nicht von mir, dass ich dir Handschellen verpasse. Wie lange kannst du hier bleiben? Die ganze Nacht. Oh, das ist wunderbar. Sonst hast du es immer so schrecklich eilig. Ja, aber ob du es glaubst oder nicht, dein Zimmer ist der sicherste Ort hier. Oh, bitte nicht so stürmisch. Sich bei einer Frau zu verkriechen, verdammt lahm, Ewing. Jeder Stierkämpfer verbringt die Nacht bei einer Frau, bevor er in die Arena geht. Bringen wir es doch gleich hier hinter uns. Nach allem, was in der Vergangenheit passiert ist, hatte ich Angst, sie wären vielleicht böse auf mich. Böse ist gar kein Ausdruck, sie dumme Pute. Weißt du, seit mein Daddy so schwer krank ist, lebt er, sagen wir, wie ein Einsiedler. Aber selbst ein Einsiedler muss hin und wieder mal andere Menschen sehen. Außer mir will er kaum jemanden sehen. Ich bin sicher, dass du ihn überreden könntest, eine Ausnahme zu machen. Du willst ihn doch nur sprechen, um zu einem Schlag gegen Weststar ausholen zu können. Jedenfalls möchte ich ihn sprechen, bevor er tot ist. Oh, du bist wirklich ein eiskalter Bastard. Man hat schon Schlimmeres zu mir gesagt. Schon gut, ich komme allein zurecht. Dr. Stiles, ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir Ihre kostbare Zeit zur Verfügung stellen. Ich stelle Ihnen gerne Zeit zur Verfügung. Vorausgesetzt, Sie verschwenden Sie. Ich werde diesen Rat beherzigen. Möchten Sie Kaffee oder einen Drink? Nein, nein, danke. Ich will gleich wieder gehen. Bitte. Ich möchte Sie nur über meine Situation informieren. Bitte sehr. Meine Frau davon zu überzeugen, sich von mir scheiden zu lassen, hat sich als etwas problematischer erwiesen, als vorauszusehen war. Ich bin nicht an Entschuldigung interessiert, Ewing. Mich interessiert ausschließlich das Glück meiner Tochter. Ja, Dr. Stiles, mich auch. Aber wenn Sie jemand haben wollen, der Weststar so leitet, wie es notwendig ist, können Sie meine Mitarbeit nicht davon abhängig machen, ob und wann ich Kimberly heirate. Nette Methode, aber sie funktioniert nicht. Da wir gerade von Geschäften reden, ist Ihnen aufgefallen, dass die Weststar-Aktien am heutigen Tag wieder um 3 Punkte gefallen sind? Spielen Sie keine Spielchen mit mir, Ewing. Ich müsste tot und begraben sein, um so etwas nicht festzustellen. Und ich weiß nicht, ob das mich hindern würde. Verstehen Sie es als kleinen Hinweis darauf, was man mit Ihren Aktien anstellen kann? Tja, vielleicht werde ich am Ende doch nicht Ihr Schwiegersohn. Trotzdem wären Sie gut beraten und um vieles besser dran, wenn Sie die Kontrolle über Weststar mir übertragen würden. Wenn Sie es nämlich nicht tun, gibt es Krieg zwischen uns. Wenn Sie unbedingt Krieg wollen, Ewing... Können Sie ihn haben? Schon viele Männer haben versucht, mich rücksichtslos fertig zu machen. Ich führe Sie gern zu Ihren Grabsteinen. Ja, das mag schon sein. Aber keiner von Ihnen hieß J.R. Ewing, das ist sicher.